Das ist doch mal ein richtig geiles Setting. Voll cool, ne? Man könnte sagen, es ist Sonntag. Willkommen zur 34. Episode des Vitamin Berge Podcast. Heute ist mein Gast der Willi Roth und den habe ich getroffen an seinem Schlafplatz am Oberjoch im Allgäu. Und wir haben dann während der Podcast-Episode, während unseres Talks, zusammen Weißwurst und Weißbier Frühstück gemacht. Und das war sehr, sehr lustig und auch informativ. Und das Schönste an dieser ganzen Episode war eigentlich, dass man so richtig merkt, wie emotional Willi bei der Fotografie, bei den Bergen dabei ist und wie er das alles erzählt und dass er da wirklich mit Leib und Seele dabei ist. Das war auf jeden Fall super geil und deswegen wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß. Also, den Prost, hier. Cheers. Prost, guten Morgen. Also wie ich es gerade schon erwähnt habe, es ist ein grandioses Podcast-Setting, was wir hier haben. Was man so ein bisschen als Rauschen im Hintergrund wahrnimmt vielleicht, das sind unsere Weißwürste. Wir haben gerade hier angestoßen, natürlich mit alkoholfreiem Bier. Und wir sind ganz schön früh aufgestanden, beziehungsweise ich zumindest, weil wir hier hergefahren sind. Mein Gast, der Willi Roth, hallo. Der ist schon hier gewesen, weil der hat heute Nacht hier oben übernachtet. Wir sind hier am Oberjoch an der Kanzel über Bad Hindelang. Und wer jetzt gerade auf YouTube dabei ist, der sieht im Hintergrund so ein bisschen das Tal Richtung Sonthofen. Genau. Willi ist, einer der Bergfotografen, die mir auch die liebe Erika empfohlen hat. Das sind einige. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zueinander gefunden haben heute. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, für die, die dich noch nicht kennen. Ja, also ich, wer bin ich? Ich bin eigentlich relativ unbekannt, sag ich mal. So, weißt du, fertig, glaube ich. wer bin ich? Also ich heiße Willi Roth, also Wilhelm Roth. Aber bitte Willi, also für alle, für die mich sehr fix fressen. Alle, ich hab's gedacht, für die ich, jetzt bin ich raus. Für die, die ich nicht kenne. Für die, die mich nicht kennen. Der Willi auf jeden Fall. Ja, der Willi, also anfangs auf, wer bin ich, ja. Ich bin geboren in Rumänien, Siebenbürgen. Bin dann mit 4 Jahren hergekommen, wie soll ich sagen, und durch Deutschland ein bisschen umhergereist mit meinen Eltern. Also ich glaube, 5 Mal sind wir umgezogen oder sowas und jetzt bin ich halt dann schlussendlich in Kaufbeuren gelandet im Allgäu, wo ich mich relativ wohl fühle, weil ich halt eine ziemlich coole Dachgeschosswohnung habe, die ich aber jetzt momentan mehr als Lagerplatz verwende, weil ich ja ständig draußen unterwegs bin und nur da bin zum Bilder bearbeiten und zum Pennen, wenn ich in die Arbeit gehe manchmal. Also manchmal pennen, wenn ich in die Arbeit gehe. Ich penne auch viel draußen, wenn ich in die Arbeit gehe. So wie jetzt nachher zum Beispiel auch wieder Spätschicht. Ich hoffe, man versteht mich, weil ich oft relativ schnell und undeutlich. Ja, wer bin ich? Hab Maschinenbautechniker gelernt. Macht erst vorher Werkzeugmacher. Wir haben es aber dann gemacht. Wollte eigentlich irgendwann mal in die Konstruktion rein, aber dann habe ich irgendwann festgestellt, dass halt mir meine Freizeit wichtiger ist, wie mich in die Arbeit reinzusteigern, sage ich mal, und mich da zu verkopfen und 12 Stunden im Job zu hocken, ohne nur am Ende halt dann einen dicken Batzen Geld auf dem Konto zu haben. Und da die Erfüllung zu suchen, war mir dann nicht so. Hab dann eben angefangen zu klettern und zum Fotografieren tue ich schon länger. Aber halt nicht auf diesem Niveau, wie ich es gerade betreibe, sage ich mal. Will ich mal so sagen. Ja. Ohne jetzt mir jetzt selber irgendwo nicht prozessieren. Und das Klettern war dann, also das Gesamtpaket war ziemlich lässig, weil vom Klettern dann halt sonst mein Wandern, Fotografieren, draußen pennen habe ich auch schon. Also zwei, drei Jahren mache ich das gerne. Ja, und das bin so ich. Momentan bin ich so eigentlich eher so der draußen gerne verschläft und biwakiert mit seinem Zelt und seinem Weiß und seinem Bier. Zum Biwak kommen wir gleich noch, aber wie bist du denn überhaupt in die Berge gekommen? Also Siebenbürgen ist ja eher hügelig, oder? Ja. Und du warst wahrscheinlich auch noch sehr klein. Ich war, wie gesagt, mit 4 bin ich nach Deutschland gekommen. Also auch voll krass, meine Eltern
Meine Mom, die war damals 25, glaube mein Vater 26, mit 3 Kindern im Schlepptau, mit Zug und 2 Koffern und dann nach Deutschland gekommen. Also echt krass. Heiden Respekt, wirklich. Und ja, ich war 4, ich kann mich gar nicht mehr so viel daran erinnern. Ein paar so Brocken sind hängen geblieben, sage ich mal, im Kopf. Aber es ist gar nicht so viel. Mich zieht es auch null hin. Irgendwie bin ich hier zu Hause, hier im Allgäu. Und das ist halt, ja, ich fühle mich einfach pudelwohl hier. Das ist, was macht Allgäu aus? Ja, das also einfach, dass du dich so wohl fühlst? Dass du einfach alles machen kannst. Du kannst hier, du hast hier eine Vielfalt an Möglichkeiten, dich deine Freizeit zu gestalten. Du kannst klettern überall, du kannst wandern, gut, bivakieren solltest du nicht überall machen. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen, dass es irgendwie jeder Depp machen kann. Sollte. Ja, und das ist halt einfach mit den Seen und die Landschaft einfach, weißt du, das ist Grüne. Da war ich mit meiner Ex-Freundin vor 5, 6 Jahren mal, da war ich in Spanien, war halt auch schön. Dann kommen wir zurückgeflogen, so, was ist denn das da geil da unten, war krass. Schau mal runter, so, ey, schau mal, das da vorne, ich meine, das ist Allgäu, voll geil, ist ja lästig, geil. Mann, wir haben es so schön, weißt du, das ist einfach total chillig. Ja. Also zu Hause, wo andere Urlaub machen. Ja, genau, so ist es ja. Das ist so krass, weißt du, wenn du einfach nach der Arbeit oder nach der Spätschicht an See flacken kannst und einfach mit so wenig Aufwand so geiles Zeug erleben kannst. Und das sind halt einfach so die Momente, die einen reich machen, weißt du? Sehr cool. Ja. Und du hast vor uns gesagt, du bist jetzt noch nicht so berühmt. Ich weiß aber, dass du mal im Bayerischen Rundfunk warst. Wie ist das zustande gekommen? Das war ganz witzig. Das war auch über Instagram halt, weil mein Account halt betrieben hat, dass ich meine Bilder halt gemacht, sage ich mal so. Und dann irgendwie, habe nicht wie in Bayern mal gepostet, zweimal auch Bild des Instagram-Bild der Woche gemacht. Und dann mit einem Nico hatte ich dann Kontakt und der war auch ganz, ganz nett und lässig. Und alles unkompliziert und der hat mich halt dann vorgeschlagen für die Sendung. Und ja, so ist es halt dann zustande gekommen. Und halt war ein Erlebnis in meinem Leben, also definitiv. Das war echt witzig. Also so in der Sendung dann alles ganz lässig und die Leute super nett und sau cool, weißt. Und dann hingeflackt, ja, Mikro und hier so Maske fand ich voll witzig, weißt. Und dann, ja, so 5 Minuten bis zur Sendung, ja, alles chillig. Das war ja live, alles chillig. Und dann so hocke ich auf der Couch, so, ja, 30 Sekunden bis und sagen so, Scheiße. Fuck, so Hände nass gekommen, so, fuck, ja gut, jetzt bist du hier, jetzt musst du da durch. 10 Sekunden bist du so, okay, alles klar, ja gut. Und dann ging es los und da siehst du auch in dem ersten Ding, wo wir dann miteinander sprechen, da war ich noch ganz, dann schüchtern, fast ein bisschen schlecht gelaunt, sage ich mal, aber eigentlich einfach nur angespannt, sage ich mal, hallo, es war das erste Mal im Fernsehen, irgendwie so, dass nicht viele tausend Leute zuguckt haben, also es war dann schon ein bisschen strange, aber im Laufe der Zeit war dann einfach normal verhalten, so einfach, wie ich halt bin und das, über den Schlecksee herzogen, die Leute, die da oben campen und so weiter und über dieses schnelle, verlogene Instagram in Anführungsstrichen. Also, naja, das ist... Warum verlogen? Weil halt einfach viele Leute halt irgendwie halt Fotos machen und Zeug, das einfach gestellt ist, sag ich mal. Und ich... Es ist nicht meine Art. Also, es gibt Leute, denen es gefallen ist, es machen auch coole Bilder, absolut, aber... Deswegen mal mit verlogen. Ich meine es jetzt nicht unbedingt negativ, es ist einfach nur nicht mein Ding. Und ja, jetzt einfach dieses, weil man es einfach durchknallt, weiß, da fahren sie, was weiß ich, irgendwo hin und machen halt auf und Spots und Zeug und von einem Ding zum anderen. Aber wo bleibt der Witz in der Sache, weißt du? Du genießt es nicht. Das ist doch scheiße, weißt du? Da reist du zigtausend Kilometer irgendwo hin und ballerst die ganzen Ding durch, nur um irgendwie beschissene Spots abzuhakeln. Also, das ist doch behindert. Okay. Also, das ist nicht meine Art zumindest. Genau, nö. Also der Emanuel in der letzten Folge, der hat auch gesagt, er mag ehrliche Fotografie. Mhm. Und da kommt das ja auch so ein bisschen mit rein. Ja, also habt ihr mal eine Weißwurst? Gerne. Scheiße, sind die auch blöd. Ja, nicht alle. Macht nichts. Einmal. Lass sie. Dann hast du gleich. Ah, das ist ein Luxus. Klar. So. Leg mich am Arsch, das ist halt. Du bist ja aber auf Instagram vor allen Dingen und auch auf Facebook. Ja. Also so von den Like-Zahlen her, sag ich mal, bist du ja nicht so, also so mit 2000 irgendwas, nicht ganz so. Aber deine Bilder werden ja doch schon extrem gut geteilt und viel geteilt. Mhm. Was denkst du, was macht da so das Instagram oder Facebook aus, da, also ein Foto dafür, dass das wirklich Anklang findet? Ich denke einfach, die Art, die du dich halt einfach gibst, insgesamt finde ich, glaube ich. Also ich habe noch nie irgendeinen scheiß Bot verwendet oder sowas. Oder ein was? Einen Bot, also halt irgendein Programm oder sowas, um halt irgendwie Follower oder Likes zu generieren, weil es einfach totaler Schwachsinn ist, weil es bringt dir nichts.
Das ist einfach nur heiße Luft drumherum. Mhm. Das ist einfach nur Show. Und das ist die, genau diese Show, die will ich nicht. Ich will einfach das echte Abenteuer, das echte Leben. Weißt, das ist einfach. Und das ist halt das Ziel. Ich versuche halt durch mein Leben durchzuziehen, sage ich mal, in allem, was ich mache. Und du meinst, das reicht, um dann wirklich diese Ewigkeiten vieler Followers bzw. Likes zu bekommen? Nee, werde ich auch nie bekommen. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich will einfach nur, ich ziehe mein Ding durch. Und ich weiß, dass ich niemals, vielleicht kriege ich in ein, zwei Jahren vielleicht mal die 10.000 zusammen mit Mühe und Not, aber das ist nicht mein Ziel und ich finde, es ist der Ärger und der Aufwand nicht wert. Ich will mein Ding durchmachen, mir macht es Spaß, die Storys zu machen, die Leute quasi mitzunehmen, weißt du, auf meine Abenteuer, auf meine Mikroabenteuer teilweise, oder teilweise auch großes, also hab da so ein paar Pläne, mal gucken. Und das ist eigentlich meine Intention, sage ich mal, auch von diesen Storys. Ich investiere da viel Zeit und auch Mühe, sag mal, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist halt dann schön zu gestalten, dass es mir gefällt, weißt. Ich mache das nicht, um anderen Leuten da die Bilder zu geben, dass es denen gefällt. Also ja. Ich mache es halt, weil es einfach mir gefällt. Es macht mir Spaß. Und oft ist es dann so, ja gut, ich habe jetzt schon zwei, drei Tage nicht gepostet, dann ich muss jetzt wieder was machen. So, okay, gut, stellst dich hin, so, ja, und du bist so halbschadig zufrieden. Und dann oft ist es dann so, dass das Bild sogar noch ganz gut ankommt und so, aber eigentlich, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt diesem Instagram, musst du einfach dranbleiben und in diesem Social Media, sonst sind die Leute irgendwann gelangweilt, sage ich mal, wie auch immer. Aber grundsätzlich, ich mache sie wirklich gern, gerade diese Stories, das ist schon, wie gesagt, die Leute einfach ich will die mitnehmen auf mein Ding, ich will mein Glück teilen quasi, weißt du, es ist dann, und über Facebook fahrt es immer so ein bisschen so, ja, es ist halt, man macht's mit. Okay, das ist noch spannend. Ja gut, okay, Instagram ist ein sehr visuelles Medium. Ja, weil es halt so dynamisch ist, weil mit diesen Stories, weil die ja viel wieder verschwinden. Ich bin halt eher bei Facebook unterwegs, weil das Instagram, das ist für mich so ein bisschen so Bilderschau. Also ich gehe gerne rein, um mich zu inspirieren und so, aber so diese Stories, da komme ich zum Beispiel nicht, weil ich gar nicht die Zeit habe. Also das ist so... Brauchst du so ein bisschen? Ja, habe ich schon, danke. Jetzt hast du schon angesprochen mit den Mikro-Adventures oder Mikro-Abenteuern. Anhand deiner Bilder und habe es schon gesehen gehabt und jetzt, nachdem du mich gefragt hast, ob ich auch mitmachen möchte, wo ich dann doch abgelehnt habe, weil ich bin dann doch nicht so der nachts draußen schlafer. Also, heute Nacht hättest du auch überlebt. Also heute Morgen ist es ungemütlich. Genau. Das Bivakieren machst du ja sehr oft und verbindest das auch mit deinen Touren. Erklär vielleicht mal für diejenigen, die es nicht wissen, was Bivakieren ist. Also in deinem Sinne. Also Bivakieren ist an sich eine Nothütte. Also ja, du kannst das draußen schlafen mit Schlafsack, Isomatte unter freiem Himmel. Du kannst aber auch, wenn das Wetter eben schlecht ist und du so siehst, okay, es könnte gewittern, kannst du auch für die Nacht ein Zelt aufstellen. Das ist in Wikipedia, steht so drin. Das ist trotzdem Bivakieren, also das ist Zelten über Nacht zum Schlafen aufbauen, stehst auf, baust es ab, ist mit inbegriffen in diesem Bivakieren. Allerdings ist es halt so, dass wenn du halt auch hier bei uns in Allgäuer Alpen, gerade in Tirol ist ganz krass, in Tirol ist ganz strikt verboten, habe ich letztens ein Gespräch gehabt von meinem Säuling, mit dem Albert, der im Hüttenwirt, komme ich nachher noch drauf, dass es halt Bivakieren auch nur in Notsituationen gemacht werden sollte. Das heißt, wenn du mit Absicht, mit dem Grund in die Berge gehst, mit Zelt und Kocher, so wie ich es halt mache, sage ich mal, ist das eigentlich schon strafbar und verboten. Und es wird halt geduldet, sage ich mal. Allerdings halt, wenn es jetzt so Idioten gibt, die halt meinen, die müssen da oben Party machen und Feuer und irgendwelche Holzflöcke verbrennen oder was weiß ich, oder ihren Müll komplett vergraben auf der Säulingwiese am Säuling. Okay. Also da einfach kein Hirn haben, sage ich mal, und das halt dann ist halt dann kacke. Und dann ist klar, dass die Leute halt durchgreifen, das dann halt einfach strikt verbieten und dann halt auch mit Polizei und Hubschrauber halt dann dahinter sind. Okay. Also es... Ist das wirklich dann so eine richtige Jagd jetzt hier? Ohne Witz, ja. Das ist echt krass. Also am Säuling zum Beispiel, mit Albert eben gesprochen, war ich letztens auch rum. Der hat gesehen, dass ich Rucksack dabei habe und Schlafsack in diesem hatte. Und eigentlich hätte mir einen Pickel verpassen können, aber der hat mich halt gekannt, sag ich mal. Und der weiß, dass ich kein schwarzes Schaf bin. Und haben halt dann auch da oben bivakiert, also ohne Zelt, und oben am Gipfel dann direkt. Unser Essen oben warm gemacht, halt ein paar Sternfotos gemacht. Geschlafen habe ich auch bloß 2 Stunden, weißt du, und von dem her. Das ist ja quasi nur Rast. Ist es ja bloß Rast, ja, genau. Und der hat erzählt, dass da oben, da kam auch der Hubschrauber, der Hubschrauber kann quasi von Landsberg München mit so einem Kamerazeug da hingucken, also an alle, die zuhören und die meinen, die müssen das nachmachen und Party machen,
ihr werdet beobachtet. Weil die haben die so Infrarottechnik am Hubschrauber, die können quasi von Landsberg oder München dann, steigt dann auf und guckt auf die Berge, wo da länger Lichter sind, sag ich mal, oder mehrere Lichteransammlungen auf dem Berg, die kann das alles herzoomen. Und deswegen ist es halt, ist es einfach mehr durchgegriffen, sage ich mal. Und es ist halt grenzenübergreifend. Ach, der fliegt nur hoch, also fliegt nicht hier rum, sondern. Ja, wenn er zufällig in der Luft ist, keine Ahnung, der fliegt nicht hier rum, der kann von München aus hergucken mit der Infrarotkamera. Krass. Das habe ich auch nicht gewusst. Das ist echt krass. Also war sehr, sehr begeistert, sagen wir, von der Technik. Also echt witzig, aber wie gesagt. Wahnsinn. Und der Albert hat eben gesagt, da waren zum Beispiel letztens erst 35 Leute oben mit weiß ich wie viel Zelten und haben Feuer gemacht und haben halt Dreck und Lärm, weißt. Ist klar, das macht die Natur kaputt, weil wenn so viele Leute oben nur pennen, weißt, das ist. Die müssen auch einfach mal zum Kacken gehen, keine Ahnung. Ja, ist die ganze Wiese vollgeschissen, keine Ahnung. Ja. Und lauter so eine Scheiße halt. Oder halt, wenn viele Menschen halt länger irgendwo bleiben, dann entstehen halt einfach Verschmutzungen, sag ich mal. Auch wenn man es nicht will, sag ich mal. Auch wenn man doch aufpasst, wie soll ich sagen, die Wiese ist platt getreten oder so, was weiß ich, wenn man längere Zeit. Wenn du jetzt ein Zelt zum Beispiel eine Nacht irgendwo stehen hast, in der Wiese und am nächsten Tag das abbaust und das Gras, das stellt sich wieder auf. Und wenn du noch ein bisschen rüttelst am Gras, dann siehst du da gar nichts, dass das Zelt stand. Aber wenn dann halt ein Zelt dann 2-3 Tage steht, wie am Schlecksee zum Beispiel teilweise, und dann ist die Wiese danach einfach am Arsch. Ja, ja. Und das ist einfach traurig, weil dass die Leute es nicht checken. Weil, und du bist aber eher sanft unterwegs, also. Also ich wechsle halt öfter den Spot. Und hast du dann eine komplette Ausrüstung? Also für die YouTuber, hinter uns steht jetzt gerade seine Kamera auch mit Stativ. Hast du das dann alles dabei? Ja, so, das sind immer so, ganz kurz noch zu dem Bivakieren. Ah ja. Ja. Ich finde es halt schade, dass dann so Leute eben dann, also schwarze Schafe, sage ich mal, die meinen, die müssen es halt alles ausnutzen und verwüsten, dann halt so Leuten wie mir oder Uli Gundel oder auch allen anderen, die draußen einfach nur ihr Leben genießen wollen, einfach das Bivakieren, einfach das einfach so ein geiles Erlebnis ist, dann einfach kaputt machen. Das finde ich einfach schade, weil man eben dann mehr durchgreifen muss. Weil man kann halt nicht alle, gerade man schert dann alle über einen Kamm. Ja. Ja, wie es halt meistens leider so ist. Ja. Aber das ist halt nicht alle, sondern immer bloß eine Gruppe. Ja, genau, das ist halt echt schade. So, zudem. Schleppst du alles mit hoch? Ja. Stativ, Kamera. Also, wenn ich mal kein Zelt dabei habe, dann schleppe ich auch gerne mal 2 Stiefel und 2 Kameras mit. Okay. Für, also die jetzt da hinten stehen, ja, da habe ich heute Nacht einen Zeitraffer gemacht, das ist ganz cool. Weil der Mond da hinten untergegangen ist und dann Wolken aufgezogen sind, das ist schon ganz cool geworden, weil das Geile ist halt, der Mond ist der Untergang und die Milchstraße war rechts daneben. Die ist dann da nicht rausgekommen, das war schon ziemlich lässig. Magst du noch Weißwurst? Ja. Stimmt. Ja. Und was macht für dich die Nachtfotografie aus? Also warum hast du dich quasi darauf spezialisiert? Sorry, ist jetzt ein bisschen schief geschnitten. Kann man trotzdem essen. Ja. Den Rest kriegen die Hunde. Was macht mich da? Das Gefühl einfach, was du da erlebst, ist einfach, also nicht unbedingt die Nachtfotografie an sich selbst. Ich bin ja gerade dabei, eine Website aufzubauen, sage ich mal, und da habe ich mich so ein bisschen vorgestellt in so einem Text. Und ich finde, das, was du erlebst und das, was du machst, das, was du unternimmst, das ist, was worum es geht, weißt? Und diese ganzen Fotos sind quasi bloß Souvenirs, die du mit nach Hause nehmen darfst. Okay. Wenn du halt dann Souvenirs machst, die halt so ausschauen wie meine Fotos, sage ich mal, das ist halt dann schon, so ist halt dann das Gesamtpaket. Das stimmt, das Gesamtpaket ist wie so Sahnehäufchen im Weißbier. Also der Schaum im Weißbier, meine ich. Ja, das ist. Mir geht es eigentlich mehr um das Erlebnis, klar, und wenn das Erlebnis passt, also ein geiles Ding ist und du siehst, wow, okay, krasse Sterne und so weiter, und dann auch noch die Fotos dazu machst, das ist einfach nur gigantisch. Ich sag, dieses Gefühl, das ist, kann ich dir schön nicht beschreiben, das ist total geil. Das ist einfach eine Leidenschaft, wie soll ich sagen, und die Leidenschaft, die lodert und brennt Vollgas. Ich hoffe noch länger. Und was war so das schönste Erlebnis in den Bergen, was du da hattest mit dem Bivakieren? Mal überlegen, das waren viele. Ja, letztens mit dem Lars war es ganz lässig. Auch ein super feiner Kerl. Also auch wie gesagt, es gibt ganz viele coole Leute hier. Da haben wir auch bloß auf dem Ackenstein, so ein total simpler Berg, weißt du, aber da kannst du so coole Sachen erleben. Da war halt die Nacht kristallklar und die Sterne waren da und die Milchstraße war da und hab das mein erster geplanter richtiger Spot, sag ich mal. Shoot, meine ich.
wo ich dann noch einen Felsen angestrahlt habe, wo ich dann aufgekraxelt bin. Ja, richtig, war richtig cool. Und ich sage, das sind so Sachen, weißt du, wenn dann halt mit Leuten unterwegs bist, mit denen ich 1A verstehst, weil so auf Anhieb und dann noch so Sachen, dass du das Ganze noch teilen kannst und die Begeisterung der Leute in den Gesichtern siehst, so die, dann, die ich dann teilweise mitnehme, das ist immer richtig schön. Und ja, so, eigentlich schon so Ackenstein, so mit mehr oder weniger. Das bin ich auch da so oft. Okay. Also ist das so ein bisschen dein Lieblingsplatz hier in der Gegend? Oder? Ja, Ackenstein und Tegelberg so eigentlich. Wobei es im Winter mein Liebsten, es sind so viele Stellen, weil es die geil sind. Also in Island war auch ein richtig, richtig geiler Spot. Wann warst du da? 2017, letztes Jahr. Februar, März, auch bloß mit Zelt und Pernhalter mit dem Kumpel. Wir sind auch noch so viel Material zum Auswerten machen. Das war auch ziemlich witzig. Und wie bewegst du dich dann fort mit dem Fahrrad? Laufen, wandern, Klettersteig, also klettern? Gleitschirm kommt gerade immer mehr in Mode. Mhm. Eigentlich nur zu Fuß. Ich mag Fahrrad, ich habe gar kein Fahrrad. Okay. Wenn ich ein scheiß Fahrrad hätte, würde es wahrscheinlich Spaß machen, aber da kaufe ich mir lieber eine neue Kamera. Ja. Nee. Wie gesagt, klettern. Klettern habe ich richtig viel. Also geklettert habe ich richtig viel, meine ich. Bis letztes Jahr September. Da habe ich mir beim Boulder meinen links Mittelfinger ein bisschen kaputt gemacht. Das ist kaputt, also gezerrt, wie auch immer. Und der Arzt hat gesagt, es ist nichts gerissen, aber es hat halt ewig lang wehtan. Also selbst in einem halben Jahr später, wenn ich dann die Hand belastet habe, hat es immer noch gezogen. Das muss ja nicht sein. Also habe ich das Klettern dann einfach pausiert quasi. Ich habe mit der Bildbearbeitung besser angefangen, mich da reinzufuchsen ein bisschen. Und seitdem, sag mal, mache ich ja das Instagram und Facebook ein bisschen mehr. Seitdem ging es halt stetig steil bergauf, sage ich mal. Angefangen vor einem Jahr hatte ich circa, ich glaube, 160 Follower auf Instagram oder sowas. Und dann Oktober, November habe ich angefangen, ein bisschen mehr Gas zu geben, mal regelmäßig was zu posten, mir Bilder zu bearbeiten. Ja. Und ja, jetzt habe ich gestern habe ich die 3000, glaube ich, bekommen. Ja. Glückwunsch. Erstmal vielen Dank nochmal. Dann kannst du jetzt quasi hier feiern. Ja, stimmt, ja, genau. Ja. Und schade, weil ich war letztes Jahr echt viel am Klettern, echt gut. Ich war dann hier bei Fürsten Ziegelwies, habe ich so einen glatten 8er Regenpartie geschafft und ich habe erst vor 3 Jahren das Klettern angefangen. Okay. Und dann, es war so, wo ich da angefangen habe, das war einer der ersten Felskletterstellen, wo ich dann war. Und sitzt das Ding geschaut, nee, vergiss es, Alter, kommst du nie im Leben hoch, weißt du? 1,5 Jahre später habe ich die Route geknackt. So voll geil, ich habe da wochenlang gefeiert, echt cool. Ja, und halt ein bisschen auch beschäftigen. Es war halt auch so eine Leidenschaft, wie es jetzt das Fotografieren ist. Da bin ich halt einfach mit Herz und Seele und Verstand komplett da reingefuchst und halt dann auch das Alpinklettern angefangen, mir das so ein bisschen selber beigebracht und dann auch von Leuten mir gezeigt bekommen und so. Also müsste noch einen Kurs machen, wenn ich wieder anfange, um quasi das ganze Hintergrundwissen noch mitzubekommen. Also so die Leute, denen ich es dann so ein bisschen erzähle, mit denen ich klettern gehe, die sagen, ey, du hast es echt drauf, das passt, das ist okay, du machst alles richtig. Aber es sind trotzdem so ein paar so Sachen, ein paar Fehler. Ein Kumpel zum Beispiel, mit dem ich mal zusammen geschafft hat, der hat mir jetzt was erzählt, wie man zum Beispiel im Standbau, was ich da so falsch gemacht habe, also jetzt nichts Dramatisches, weil in den Routen, die ich kletter, da sind eh 2 Sicherungen drin, sagen wir, und die sind eh meistens fast 100%, also es ist einfach nur 6-6 Form halt, dass es einfach stimmt. Und auch für die Sicherheit wahrscheinlich. Für die Sicherheit, ja, wobei in diesen Routen, weißt du, dass da was ausbricht, ist eher unwahrscheinlich. Ja, aber weiß ich nie. Ja. Und da war ich echt gut, da war ich, wie gesagt, im 8er, 9er Bereich, also 9 minus. Das war schon cool. Und dann halt mit den Fingern muss ich da leider pausieren. Aber es kommt alles, wie es kommen soll. Sonst hätte ich das Fotografieren nicht so jetzt betrieben, wie ich es jetzt mache. Genau, sonst wärst du nicht bei den 3000 verloren. Ja, genau. Ja. Und wäre auch nicht im Fernsehen, wäre ich nicht. Dann war Algo live drin gewesen und so Zeug halt. Und ich mache ja eigentlich, ich mache ja nichts. Ich schreibe die Leute nicht an, weißt du, wie es viele andere machen, sag ich mal, das kommt alles von alleine. Weil ich habe sonst mein eigenes Leben, sei es mit Familie und Freunden und Singen, und das wird mir dann irgendwie alles too much, wenn ich auch noch da mehr Offensive machen muss. Wie gesagt, jetzt mache ich die Website und da habe ich was zum Präsentieren und dass ich dann vielleicht mal okay, langsam mal. Das ist quasi anfange, wie deine Galerie. Wie meine Galerie, genau. Du hast trotzdem die. Das Instagram, wo du halt dann schönere Bilder zeigen kannst, aber es ist ja trotzdem das Gleiche, wenn du dir jetzt vorstellen kannst auf der Website halt.
Genau, und auf einer Webseite ist halt einfach, ich sage mal, dieses baue kein Haus auf gemieteten Boden. Wir wissen nicht, was mit Instagram und Facebook passiert. Ja. Und von daher ist eine eigene Webseite, also auch meine ganz klare Empfehlung. Also, wenn denn der Traffic dort drauf ist, dann finden dich die Leute eher, als wenn du dann irgendwo auf Facebook verschwindest. Ja. Und das ist halt einfach dann dein Zuhause. Und Instagram ist dann doch schon, oder auf Facebook, du stehst halt in so großer Konkurrenz dann auch. Mhm. Und bist du dann lieber im Sommer oder im Winter unterwegs? Also ich bin eher so das Winterkind. Wie kommst du dazu? Also, weil ich im Winter... Mir ist immer zu kalt. Ist mir scheißegal. Nimmst einfach genug Sachen zum Anziehen und ich sag mal, ich bin sehr, sehr leidensfähig, sag ich mal. Also ich friere auch mal und das ist wurscht, das überlebt man. Und solange man nicht dann hops geht oder dir irgendwas abfriert. Vor allem hier, wo ich jetzt unterwegs bin, ich bin ja nicht so hoch unterwegs. Da geht das schon. Ich habe auch noch gar keine Hochtour gemacht, voll schade. Ich würde so gerne mal Hochtour machen. Kannst du mit der Erika unterwegs sein, die ist da gut unterwegs. Die hat ja selber genug zu tun, die Frau. Ja, und mal gucken, da wo ich jetzt hier im Winter unterwegs bin, dass ich auf dem Eve neulich mal divakiert oben oder auf dem... Am Kreuz, oder? Ja, also nicht am Kreuz war es nicht plan genug, muss man weiter unten, da dieser Steinhaufen flackt. Ja, ja. Da habe ich mein Zelt aufgestellt und war im Wind, das war mega geil, das war auch so eine coole Nacht. Ich stehe drauf, wenn du da drinnen hockst, weißt, und dann da drinnen flackst, und du hast halt, ein oder zwei lange Unterhosen, und dann deine Skihose, deine Hartschellhose halt, deine Jacke, deine Daunenjacken drunter, Handschuhe sind ganz wichtig, sobald du auch nur einen Handschuh ausziehst. Und du frierst am ganzen Körper. Also, wenn ein bisschen Wind geht, du frierst am ganzen Körper, allein durch diesen Kackhandschuh. Also, Fotografieren ist dann schon schwierig, weil einfach, du hast nicht lange Zeit, die Kamera zu bedienen, weil sonst die Feinmotorik flöten geht. Und dann musst du wieder einen Handschuh wieder aufwärmen und ätzend. Ja, wie gesagt, also da bin ich sehr leidensfähig, was das angeht. Aber es ist geil, wenn da oben zu sein, ich sag, es gibt nichts Größeres, da oben zu sein, am besten dann auch alleine, zu zweit ist wieder was anderes. Und einfach da zu sein, einfach diesen Bedingungen trotzen und einfach geil glücklich sein da oben. Das ist mega. Wie unterscheidet sich da die Ausrüstung von Sommer zu Winter? Und du hast halt ein Zelt musst du halt dabei haben. Also außer das Wetter ist richtig gut, dann reicht auch der Schlafsack. Aber im Tegelberg am Kreuz auch schon bivakiert, direkt dran. Ein Loch gegraben im Schnee, mein Schlafsack weggeflackt. Und sonst halt, ja, wärmere Sachen halt. Isomat hast du sogar auch dabei. Aber... Kameras halt dann vielleicht weniger mitnehmen. Vielleicht nur ein Stativ oder nicht drei. Aber warum drei Stative? Ich habe meine... Also nee, warum nimmst du die mit? Hast du dann auch drei Kameras? Die ich habe die GoPro stellst? Halt. Mit der GoPro kannst du relativ cool Zeitraffer machen. Mhm. Das ist jetzt nicht auf dem Level von... bei Weitem nicht auf dem Level von Ehren Kadermann oder Jonathan Wesler. Also die sind ja eh Götter, was das angeht. Zeitraffer. Und mache ich halt dann, ist halt auch, dass ich halt mehrere Perspektiven habe, weißt du, so die GoPro nehme ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hinter mir die Sonne ab, die aufgeht, dann stelle ich meine Panasonic hin, die kann das relativ gut, die macht das relativ flüssig, sag ich mal. Meine Fuji, die habe ich dann für die normalen Fotos, weil die für Zeitraffer ist die nicht gemacht, die ist ein bisschen dumm. Mhm. Aber dafür extrem, extrem gut für Fotos, sag ich mal, nicht auf dem Level, was jetzt die neuen Vollformate angeht, aber sag mal, die kann halt mit einer Canon EOS 5D Mark III mithalten oder so, oder mit der Nikon D750. Also die haben wir mal verglichen, 1:1 die Bilder auf Detailtreue und Schleichwerbung. Hier so mal kurz einblenden. Oh, Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung, genau. mal verglichen mit einer Freundin, die hat die D750 immer so eine Reihe gemacht von der ISO und von der Schärfe und dem Ding, das war fast identisch. Du hast dann gemerkt, vom Dynamikumfang war die Nikon ein bisschen besser. Klar, durch die größeren Pixel, weißt. Aber minimal, also wirklich kaum sehenswert. Und ISO-Rauschen bis 12.800, scheißegal, die waren so komplett gleich. Und das mit einem APS-C-Sensor, das ist halt echt geil. Das ist halt einfach leichter, das Zeug dann. Cool. Ja. So, wenn wir jetzt schon so tief in der Fotografie drin sind, wie bist du denn überhaupt so zur Fotografie gekommen? Beziehungsweise, warum fotografierst du in den Bergen? Das hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet, ja. Aber wie bist du insgesamt dazu gekommen? Puh, ja, also angefangen mit der Fotografie hat es auf Mallorca mit so einem Handy. Das war falls das jemand kennt, das ist das Sony Ericsson K820i, das hatte hinten so eine Klappe zum Aufschieben.
ein echt geiles Ding mit vorne mit dem Joystick so. Also ein echt cooles Teil. Und das Ding konnte sehr gut Panoramas machen. Ich war früher so ein bisschen Panorama-Freak. Wann war das? Warte. Also es war noch weit vor der Smartphone-Ära. Ja, das war, schlag mich tot, ich glaube vor 10 Jahren sowas. Okay. Sowas. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich ins Nachgucken. Ja, und damit habe ich angefangen und dann haben wir gedacht, ey cool, das liegt mir, haben wir eine Kamera gekauft. Das war so eine Bridge-Kamera, auch von Fujifilm dann. Und ja, dann habe ich den Monat gehabt und bin an die Grenzen gestoßen, weil die auch bis 4 Sekunden Belichtungszeit hat, total Banane, echt. Und dann habe ich mir eine andere Bridge-Kamera gekauft, die habe ich dann ein Jahr lang gehabt. Und die habe ich dann auch viele Fotos gemacht, war auch ziemlich cool. Und auch wieder nachts, die Begeisterung für nachts war eigentlich von Anfang an dabei. Da habe ich viel mit so Lichtstreifen gemacht. Und so, wenn es Langzeitbelichtung habe, nur halt so mit Licht malen kannst, sage ich mal. Das habe ich viel gemacht. Weil es mich einfach begeistert hat, die Technik an sich und was halt dabei rausgekommen ist, einfach Namen zu schreiben mit der Taschenlampe. Und die habe ich dann jahrelang gehabt und da habe ich mir meine erste Spiegelreflex gekauft. Das war ja damals die Canon EOS 500D. Hm. Und die habe ich da, glaube ich, dann fast 5 Jahre gehabt. Und jetzt kommen wir ja doch darauf, wie lange ich schon fotografiere, siehst du? Man muss nur ein bisschen rechnen. Genau. Ich fast 5 Jahre gehabt, bis die halt wirklich komplett am Arsch war. Und dann haben wir die 60D gekauft, gebraucht und habe gedacht, die hat 2 Jahre Garantie, hatte ich gedacht. Aber Canon gibt bloß 1 Jahr Garantie, wie ich also anscheinend, was ich da mitbekommen habe. Haben sie zumindest gesagt, weil die hatte so Pixelfehler. Und dachte, komm, lass noch ein Jahr. Und dann gibt es ein halbes Jahr davor in die Garantie. Dann können sie gleich noch mehr reparieren, falls was kaputt ist. Jo, Pustekuchen, weil dann Canon gesagt hat, nee, es sind Hotpix und da darfst du nicht so lange belichten und nicht so lange ISO hochtreiben. So am Arsch, meine Meinung. Dafür ist die Kamera da. Und hat doch gesagt, es gibt doch nicht Kollanz, weil Canon gibt es 1 Jahr Garantie. Okay, gut. Wisst ihr was, Leute, fickt euch. So, ich bin dann zur Sony gegangen. Also ich habe dann auch geguckt bei chip.de und ein paar Testberichte angeguckt. Da war diese Sony Alpha 77, war dann ganz gut im Test. Mir die dann gekauft und war bis dato war das meine beste Kamera. Bis okay. Dahin. Vom Umfang, von der Bedienung, ich hatte da 16 bis 16,50 drauf, das 2,8er. Das war bis dato meine beste Linse. Und die war auch bezahlbar, die habe ich Angebot bekommen für, ich glaube, 1.200 €. Das war echt bezahlbar, ich wollte halt nicht so viel Geld ausgeben, sage ich mal. Jo, dann habe ich die 2 Jahre gehabt, bis mir dann der Verschluss kaputt gegangen ist. Mitten auf dem Berg, mitten im Morgengrauen, also nicht in der besten Röte vom Sonnenaufgang, weißt du so. Kamerafehler so, nein, nicht dein Ernst jetzt, nein, bitte nicht. Scheiße, ja, okay, gut, das sollte nicht so sein, wie gesagt. Und ja, die GoPro hat dann hintenrum wieder noch aufgenommen. Wie gesagt, GoPro, nimmt dann immer quasi das Tal auf, also den Schatten der Sonne. Und die Antikamera nimmt dann mit, weil die halt einen Stern bilden kann. Ja, die halt dann, und da hatte ich keine Kamera, das war echt scheiße. Einen Monat habe ich mir die Fuji eben gekauft. Und mit der Fuji, ich sag's dir, das Ding... Wenn dieser Autofokus, dieser Manuellfokus nicht so wäre, wie er ist, vielleicht komme ich noch drauf zurück, wäre das Ding echt super. Ja. Und warum fotografierst du die Berge? Weil du da drin unterwegs bist. Es gibt einfach, wenn du da oben bist, wie gesagt, wie soll man das beschreiben, das Gefühl? Das ist einfach, ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, weiß, was ich meine, was einem dann abgeht in so einem Moment. Oder jeder, der gerne diese Sucht mal hatte oder wie auch immer, dieses Gefühl hatte, dieses glücklich machen, das Gefühl, weißt du, ja, ich würde es mal so sagen, dieses glücklich machen da oben, also ich jetzt wieder voll Gänsehaut, weil es so geil ist. Wenn du da oben stehst, am besten, wie gesagt, dann noch dein Essen mal macht, Weißwurst macht, das ist so geil. Das ist einfach, wie sagen, das weckt Gefühle und Emotionen in einem, die kann dir sehr, sehr wenig anderes geben, sag ich mal. Und das ist teilweise so einfach, weißt du. Und ich sag, das sind Momente, die dich immer erreichen und die dir bleiben, weißt du? Geld kann dir jeder Schwanz irgendwie klauen. Wenn du sich ein Auto fährst gegen die Wand oder fährt dir ein Kumpel gegen die Wand, wie auch immer. Oder Materialien kann dir alles nehmen, aber das, was du da erlebst, das bleibt da drin und da drin, also im Herzen und im Kopf, das kann dir keiner nehmen. Das bleibt dir. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Das ist das, worum es drauf ankommt, sage ich, in dieser ganzen Scheiße. Weil das sind Momente und Sachen, die dir keiner nehmen kann. Und wenn du sowas dann noch mit Fotos festhalten kannst, die halbwegs dementsprechend, was du fühlst,
dass du das dann mit in deine Bilder packst und wiedergibst und dann mit anderen Leuten teilst, ist das Größte. Also, und dieses perfekte Bergbild oder das, das gute Bergbild, sag ich mal, ist wirklich, wenn es diese Emotionen überträgt, oder? Ja, wenn ich das Bild fertig habe und Gänsehaut bekomme. Okay. Dann ist es richtig gut. Dann ist, wie gesagt, ich betrachte die Bilder, also meine Bilder, ich bin da auch sehr selbstkritisch, sag ich mal. Und poste nicht jeden Scheiß, versuchst du müsst. In die Stories, da kann man mal öfter mal einen Schmarrn machen, ja, aber jetzt so in den Feed oder bei Facebook. Und da sollte man aufpassen. Deswegen finde ich Facebook eben vom Posten her, eine normale Pinnwand, so ein bisschen zwiespaltig, weil du, wenn du jeden Scheiß postest, der Scheiß bleibt dir. Ja. Längere Zeit, es sei denn, du löscht es, aber wer löscht denn seine Sachen wieder? Deswegen finde ich die Story cool, sehr gut. Deswegen finde ich die Story bei Instagram ziemlich lässig, weil es einfach dann verschwindet nach 24 Stunden. Die Highlights, deswegen sind sie diese Highlight-Funktion, die dir sehr gut gefallen, kannst du ja drin haben. Kannst du wieder hervorheben. Ja, und das, die Fotografie an sich, das meine Weißwurst wird kalt, fällt mir gerade auf. Egal. Ab und zu mal essen. Ja. Und ich betrachte meine Bilder, ich bin da sehr kritisch, was Bildaufbau angeht, sage ich mal. Das muss ich runterführen, das muss gut sein, du musst ins Bild reingehen, du musst einen Flow haben, musst gefangen sein, du darfst nicht nur drüber schauen, wie es bei vielen Bildern ist. Manche Bilder sind so glatt gebügelt. Das sind geile Bilder, aber du verstehst, da fehlt Emotion, da fehlt die Tiefe, da fehlt halt dieses gewisse Etwas, sag ich mal, auch wenn alles passt. Es sind so viele coole Bilder unterwegs, aber ich sag nicht, dass das jedes meiner Bilder so ist, aber ich versuche es für meinen Aspekt, für meinen eigenen Ansporn, das so zu verpacken und zu weiterzugeben. Und was sind deine Lieblingsmotive? Also wenn du jetzt entscheiden müsstest, Tal fotografieren, überm Nebel oder den Gipfel? Kann ich so jetzt nicht genau sagen. Also ich würde sagen, einfach mal die Sterne, einfach nachts, das ist halt die Stimmung nachts festzuhalten, weil die Stimmung nachts ist einfach so besonders, finde ich, da oben. Das zum einen mal, weil es nicht jeder macht, weil es was Besonderes ist, finde ich. Weil sowas, wenn es jeder macht, ist so eine Tagestour, das ist einfach, wie soll ich sagen, das kann halt jeder haben. Ja. Ich mag was anderes machen. Ich mag mein Ding durchziehen. Ich mag es einfach anders machen. Das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach für mich selber. Ich mag was Besonderes erleben, was Besonderes haben. Und das kann ich mir dadurch schaffen halt. Und jetzt kennst du dich ja ganz gut aus hier im Allgäu. Mhm. Wie findest du da trotzdem irgendwie doch immer wieder neue Motive oder neue Ideen? Zufall. Wie lässt du dich Zufall. Einfach komplett Zufall. Guck, okay, gut, der Berg und da. Und wenn ich mich jetzt auskenne, dann weiß ich, okay, gut, da ist es geil, da gehe ich gerne auch wieder hin. Ich fotografiere auch gerne immer wieder mal das Gleiche, weil es immer wieder anders ist. Und wenn es nicht, wenn es gleich ist, dann poste es halt nicht oder tu es halt nicht bearbeiten. Okay, habe ich schon. Aber sonst eigentlich durch Zufall. Also jetzt zum Beispiel, wenn man auf meiner Seite auf Facebook guckt, das Panorama mit dem Milchstraße oben drüber, das war Zufall. Okay. Geplant war eigentlich eine Zeitraffer mit dem Nebel. Und dann habe ich da so viele Fotos gemacht und in diesem Grat gestanden, dieses Panorama zu Hause bearbeitet. Also das war im Februar war die Tour. Das war ganz cool, weil ich hatte im Februar, sage ich mal so, hatte einen Bandschuh voll. Halb so wild wirklich, es waren doch etwas mehr Schmerzen, aber, wie soll ich sagen, war in der Klinik und war nach einer Woche nahezu schmerzfrei. Die haben mich zur Spitze verpasst, war dann auf der Reha eben, ich bin von einer 8-9 bin ich auf innerhalb von einer Woche dann auf eine 2-3 gekommen, also echt lässig, wirklich cool. Ich glaube einfach, weil die Ärzte haben gesagt, es ist einfach blöd gewesen, weil Leute ab 30 haben halt einfach mal einen Bandscheiben vorfall, weil es einfach heutzutage einfach dieser Stress ist, den du hast. Ja. Dadurch entstehen die ganzen Krankheiten, auch nicht nur Bandscheiben, sondern ein ganz anderer Rotz. Und ja, und das Coole war, ich hatte ja schon Schmerzen, habe mir ein Schmerzmittel vollgepumpt, habe diese Tour gemacht, weil ich wusste, okay, ich gehe bald längere Zeit dann auf Reha und ich kann dann keine Tour mehr machen. Ich sagte, diese Tour, die war so dermaßen geil, die war so unglaublich geil. Ich wollte eigentlich oben bivakieren, aber alles dabei gehabt. Und dann die Fotos entstanden, dieser Einblick auf diesem Grat zu stehen und diese ich mache halt gerne die Fotos mit der Stirnlampe. Mhm. Das sind eigentlich so mehr oder weniger meine Lieblingsmotive, unabhängig von dem Orten, sage ich mal. Schon auf dem Gipfel halt irgendwo, soll halt spektakulär ausschauen, weil es einfach spektakulär ist, finde ich. Und weil ich wusste, okay gut, du bist dann längere Zeit auf Reha und dann die Tour gemacht. Und ich sagte, dieser Tegelberg-Tour, da war ich Freitag, Samstag war ich Tegelberg, Samstag, Sonntag war ich Aggenstein. Meine zwei Lieblingsberge, das Tour abgegrast. Das ist das Wochenende, meine ich, Entschuldigung. Und ich bin vom Tegelberg heimgefahren, meine Sachen neu packen und ich sagte, das war so eine geile Tour.
mir sind im Auto wirklich die Tränen gekommen, weil es war so dermaßen geil, es hat so Emotionen geweckt, es hat so, wow, es war so ein, wie gesagt, unbeschreiblich, das kann, wie jeder das mal erlebt hat, das Gefühl, weißt du, was ich meine. Es ist gigantisch, wie gesagt, weil ich die Fotos halt gesehen habe auf der Kamera schon, das ist, wenn die Tour an sich ja geil ist und dann die Fotos noch so überragend gut, sage ich mal, für einen selbst, dann, das ganze Paket stimmt einfach. War das so der schönste Moment oder der schönste Ort, an dem du jemals fotografiert hast? Oder gab es da noch eine andere Sache, wo du sagst, die toppt alles? Nee, einer der schönsten Orte war auf Island, also wo ich war und fotografiert habe. Das ist hier eher alles, geil. Es ist ziemlich viel, es ist ziemlich extrem gut hier. Aber auf Island, das war mal, wie gesagt, ich war mit einem Spätzle, mit einem meiner besten Kumpels, dem Michi. Da war ich Island im 2017. Das war eine ganz blöde Idee. Eigentlich aus einer Schnapsidee. Ich habe halt bei Tinder dann mit so einem Mädel aus München geschrieben und die hat vom Norden geschwärmt. Von Island. Ja, cool, Island wollte ich eh schon mal länger hin. Und so, okay, wäre doch eigentlich eine Idee für dieses Jahr Urlaub. So, okay, gut. Und dann habe ich eine Isomatte geschenkt bekommen von Thermarest. So diese ganz krasse Schleichwerbung. diese Neone X-Therm, die ist extrem gut. Die kann bis, glaube ich, minus 20, 25 Grad isolieren, wie auch immer. Würde ich nie in den Bereich kommen, dass ich da draußen schlafen würde. Vielleicht, das machen wir mal. Komm, das ist cool. Nee. Das ist... Ja, und dann habe ich noch ein Zelt im Angebot gefunden, vom Wechseltens. Und das hieß Aurora 2. Und Aurora Borealis sind ja die Nordlichter. Und dann, klar, ich fliege nach Island. Geil, zack. Eine Woche später mit einem Kumpel, mit Michi eben geschrieben. Ein Monat später waren wir in Island. Voll witzig. Und da sind wir eben mit... Weil ich musste mich entscheiden zwischen Fotourlaub, purem Fotourlaub quasi mit Mietwagen und der etwas teurere Variante, sage ich mal. Oder halt dann so diesen Survival-Urlaub, sage ich mal, den ich ja hier so in den Bergen ein bisschen kombinieren kann mit Kamera und Ding, weil du nicht so Equipment brauchst. Und dann habe ich halt realisiert, okay, alleine kannst du nicht machen, also fliegst du deinen Kumpel. Haben wir gemacht und dann habe ich da halt organisiert und getan und auch von 6 verschiedenen oder 7 verschiedenen Essenshersteller habe ich dann so Trockenfutter bezogen, Autofood. Das dann auch alles bewertet. Ja, nee, das Zeug ist echt gut. Ich weiß, ich habe es zu Hause. Ich habe es von Katadyn, glaube ich. Ja, das ist, genau. Die, wo du bloß Wasser reingibst und dann hast du da eine Torte oder sowas. Ne? Ja, Torte ist echt gutes Zeug. Und da halt dann organisiert und gemacht und da waren wir dann eben 9 Tage lang eben nur mit Zelt und nur draußen und halt per Anhalt unterwegs. War dann ziemlich lässig und dann waren wir immer hoch bei, weiß nicht, wo genau das ist. Ich glaube 50, 60 Kilometer westlich von Reykjavik ging es dann hoch in so einer heißen Quelle, so einem Fluss. Das sind doch so Badestellen. Lampmannalaugar? Ist das so ein bisschen bunt gewesen? Ja. Dann ist Lampmannalaugar. Weiß nicht, kann, aber nicht, weiß nicht, müssen wir gucken. Können wir ja planen, vielleicht noch nachher noch irgendwie. Aber weiter war ich auch schon und das passt ganz gut für die Beschreibung. Ja, das ist echt cool. Und da geht es so ein Tal hinten und im Tal hinten ist halt dann die Quelle. Genau. Ja, dann bist du so ein Bach, ja. Wo so 3 genau. Holzwände sind. Ja, okay, dann ist cool. Und da sind wir eben hochgestiefelt mit, wir hatten echt viel dabei, wir hatten, glaube ich, um die 50, 60 Kilo dabei zu zweit. Also, wir wollten eigentlich den Lauga Vigor gehen, also so naiv wie wir waren, also den Weg der heißen Quellen. Genau, den sind wir nämlich dann nach Postmark. Geil, das ist, aber im Winter ist es etwas schwierig. Im Sommer hat es gereicht. Ja, weil ohne Schneeschuhe, ohne Ski war das nicht möglich. Wir haben es versucht, dann gegen Ende des Trips, war geil, aber war der Tiefpunkt des Trips. Und ja, wie gesagt, das ist der geilste Moment in meinem Leben, also einer der geilsten wirklich, war da oben an dieser heißen Quelle. Wir hatten unser Zelt direkt, ich wollte sich 2-3 Meter vom Wasser entfernt, vielleicht kann ich dir das Bild noch geben. Das wäre toll, ja. Ja. Haben dann so die Gaslaterne dabei gehabt am Ding. Klack, meinen besten Kumpels in diesem pisswarmen Wasser. Ein kaltes Bier in der Hand, über die Nordlichter tanzend und flackst du drin und chillst dein Leben. Das ist abartig kalt. Ringsrum einfach nur schweinekalt, alles gefroren, überall Schnee. Und bist in diesem warmen Wasser, wie gesagt, über die Nordlichter, das ist gigantisch gewesen. Also das ist halt einfach nicht. Und das sind Dinge, die kann dir keiner mehr nehmen. Das bleibt für immer. Das ist, sei denn du kriegst Alzheimer oder sowas. Ja, und gab es auch mal einen lustigen Moment beim Fotografieren? Also ist dir mal in einen Steinbock das Stativ umgerannt? Oder? Ja, es gab tatsächlich einen lustigen Moment beim Fotografieren. Der war dann gar nicht so lustig. Also ich habe eine Zeit lang relativ viel Zeit dafür gemacht, bin ja auch nur hoch, um Zeit dafür zu machen. Gibt es auch einen Film, der ist nicht so gut, aber
ja, vom Schneiden hier und vom Dinge ist, es war in meiner ersten Aufnahme. Du siehst, das ist katastrophal, aber die Emotion, muss man anfangen. Ja, die Emotion kommt trotzdem rüber. Und es war hier auf der Grillspitze gar nicht weit weg, auch bei Nesselwengen im Tannermatal. Auch mit Michi hochgegangen, dann da oben halt gepennt. Und da war es extrem windig und habe dann das Stativ mit einer Tasche mit Steinen drin beschwert. Dann war es extrem windig und dann wache ich auf, die Kamera ist weg. Und ich habe die frisch gekauft gehabt, das ist die Fuji jetzt eben, weißt du? Ja. Zwei Wochen davor zum Glück versichert gehabt. Alter, da hängen halt 3000 Euro an dem Stativ. So. Alter, fuck, scheiße, wo ist die Kamera? Ist ein Weg abgelaufen, dass es vielleicht jemand mitgenommen hat? So, fuck, okay. Kacke, was geht denn jetzt ab? Und also das gibt es zunächst. Das sind dann ein bisschen abgeklettert, die Wand. Da kommst du ein Stück weit runter und dann so einen schwarzen, geraden Strich weiter unten in der Wand gesehen. Das gibt es eigentlich. So ein gerades Ding gibt es in der Natur nicht. Das muss stativ sein. Und dann bin ich da die Wand abgeklettert. Ich hätte Seile dabei gehabt, allerdings im Auto, weißt du. Also ja. Seil wäre mir lieber gewesen und bin ich halt dann weiterhin abgeklettert zur Kamera, weil die musste ja der Versicherung was nachweisen. Und habe die Kamera hochgeholt, die sah aus. Auf der Sensor mit Stein zerschlagen, so mit tiefer abgerissen. Das Bajonett war noch dran. Alter, Falter. Aber hier gibt es auch Fotos. Vielleicht das noch gehen. Fotos findest gerne. Ja. Alter, Falter, dieser Außen. Dann bin ich halt die Wand wieder hochgeklettert. Das war mein erstes Free Solo in den Bergen. Und das war das vielleicht 4 Minus stellenweise. Aber da kletterst du ganz, ganz anders. Das ist so krass. Also wirklich, das 2-Punkt wirklich 100% safe ist. Alles für die Kamera. Auch wenn sie kaputt war. Ja. Alles für die Kamera. Die Ausrüstung ist ja nicht entscheidend. Aber trotzdem wichtig. Mit was fotografierst du so? Also was hast du alles? GoPro? Mhm, ich habe die GoPro, die Panasonic G81 habe ich, die ist, das Witzige ist, die wird bei Chip, ist die sogar vor meiner Fuji, ein Platz vor meiner Fuji. Wobei diese Panasonic, die ist ein guter Allrounder, kann aber nichts auf einem guten, hohen Level, sage ich mal, nichts. Ja, also für jemanden, der halt einfach Fotos macht, die JPEGs macht, die soll ich auch die ist gut. Die hat auch den 5-Achs-Stabi drin und ich habe mir gedacht, fürs Filmen und fürs Timelapse kann sie. Gerade für Sonnenaufgänge und so, das reicht vollkommen, weil die macht es relativ automatisch, aber von der Bedienung her ist dieses Ding der Horror. Also, wenn du dich damit nicht wirklich beschäftigst, ist diese Panasonic von der Bedienung der Horror. Da war ich in Island und wollte Zeitraffer einstellen, weil beim Diamond Beach, diese Brücke, wer schon mal da war, kennt sich aus, und da ging halt der Mond gerade auf und ging halt genauso schön hinter der Brücke raus, hat er nicht mehr viel Zeit, hat vielleicht nur 2-3 Minuten Zeit gehabt und ich konnte die Kamera nicht einstellen. Weil die Kamera hat mich nicht länger als eine Sekunde belichten lassen. Dieses dumme Stück Scheiße. Und ich hätte es fast in dieses Fluss geschmissen. Und ich war so sauer. Weißt du, weil dieser Moment einfach flöten gegangen ist. Und weil man einfach so deppert sein kann, sowas programmieren zu können. Weil die Kamera hat einen leise Modus. Und dann geht die auf den elektrischen Verschluss. Mhm. Und der elektrische Verschluss kann ich länger als eine Sekunde belichten. Ja. Total Banane. Aber darauf muss es mal kommen. dass du den Stummmodus ausmachen musst, dass du wieder länger belichten kannst. Also so wird, also so verschachtelt und ohne Logik halt einfach. So viel zu der G81. Und also ich preise nicht alles in den Himmel, wie gesagt. Also ich sag, wie es ist. Ist ja auch gut so, dann weiß man es. Ja, genau, dann weiß man Bescheid. Und ja, dann habe ich mir, dann ging mir eine Alpha 77 eben flöten mit dem Verschluss vor 2 Jahren. Dann habe ich mir die Fuji gekauft. Mit der Fuji, da bin ich extrem zufrieden. Bis ich festgestellt habe, dass der... Weiß nicht, muss ich mal nochmal mit Fuji klären und vielleicht, ich habe da mal angerufen, das können sie nicht abschaffen, weil ich mache ja viel Panoramas und viel Zeitraffer und jetzt mache ich eine Negativwerbung für Fuji. Die Sensor und die Kamera ist die extrem gut, also für eine APS-C-Sensor, du kannst Sachen aus diesem Sensor rausholen, das ist gigantisch, echt geil. Und die Kamera von der Bedienung her, vom Ding her, ich finde es extrem gut, auch bis dato wirklich meine beste, sage ich mal, von der Bedienung her. Mit Nikon zum Beispiel, ich hatte schon ein paar Mal Nikon in der Hand, aber ich komme damit nicht klar, keine Ahnung. Es ist je nachdem, wie man es liegt. Manche Leute langen sich auf den Kopf, du Depp. Das ist doch voll easy. Aber ich komme mit der Fuji extrem gut klar. Was mich daran stört eben, dass zu viel Elektronik drin ist, gerade in den Objektiven. In der Kamera, im Body kann Elektronik drin sein. Das ist ja gut, aber in dem, gerade bei dem Fokus und so Zeug, beim Fokusring, wenn du da in dem Fokusring drehst, und der drehst einfach ins leere Teil, also weil es elektronisch angesteuert wird, und da fehlt so ein bisschen das Gefühl, sage ich mal. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Gefühl und mehr Feinheit, sage ich mal. Wenn du was Manuelles hast, was wo du spürst, okay, da tut sich das und da schiebst du es jetzt hin und da bleibt es dann auch, das ist einfach besser, finde ich. Und das haben sie halt ein bisschen kacke gemacht, finde ich.
Was mir eben aufgefallen ist, gab es Panoramas dann auch, weil ich dann zu Hause meine Bilder gesichert habe, dass ich halt dann von 10 Bildern teilweise eins unscharf hatte, weil der Fokus wieder weggesprungen ist. Oder was ich halt, wenn ich halt Zeitraffer mache, nachts, dann sage ich ein Foto, zoome ins Bild rein in die Wiedergabe, gucke, ob die Lichter klein sind, ob die scharf sind, gehe auf Aufnahme, war der Fokus weg. Na, fick dich doch, was ist denn das für eine Scheiße? Willst du mich verarschen? Also echt, das sind so Sachen, die mich aufregen, was, wenn die Technik nicht funktioniert, so wie ich es haben mag. Weil es einfach so Banane ist, weil einfach so simpel, weißt, die haben doch alles drin, die haben doch Sensor, die haben doch Zeug, die haben alles drin, weißt, dann sollen sie doch wieder hinfahren vom Fokus, wo er vorher stand. Wenn sie schon die Anspannung wegnehmen wegen Energiesparmodus, weißt du, also ich habe mit denen telefoniert und geredet, und das machen sie mit dem Grund, weil sie dann, weiß ich nicht, wie lange du in Wiedergabe bist, um den Akku zu sparen, dass der Fokusring ständig angespannt ist, auch Strom bekommt. Ja. Für Sportfotografie, sag ich mal, oder wenn du schnelle Fokus machst oder so, wird die ja gelobt, sehr gute Bewertungen bekommen. Aber für das, was ich mache, ist die nicht so gut geeignet. Das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt eine neue Kamera kaufen mag. Also mit Hauptgrund eigentlich. Weil es mir einfach dermaßen ankotzt, weil ich mich muss ein bisschen auf mein Zeug verlassen können. Sag mal, ich begebe mich, sag mal, von Fotografie her, sag mal, ein nächstes Level, sag ich mal, wie soll ich sagen? Ich sag das mal so, ohne jetzt blöd rüberzukommen, keine Ahnung. Und was die Bearbeitung angeht und so weiter, und da will ich mich halt auf mein Zeug verlassen können. Und wenn ich dann ständig gucken muss, ob der Fokus noch stimmt oder eventuell nachstellen, wenn ich sehe, der hat sie verstellt, ist einfach scheiße. Das ist einfach nicht professionell. Ja. Das ist. Und was war so der Ausrüstungsgegenstand, der dich am, also den positivsten, die positivste Auswirkung hatte so in letzter Zeit? Die Fujifilm. Auch wenn ich gerade zugeschimpft habe, aber. Die ist von der Kamera in sich, ich sag, die macht Bilder, die ist einfach gut. Die ist klein vom Gewicht her. Die Alpha 7, die ist auch klein vom Gewicht und hat die Dreier, klar, die Dreier ist natürlich, und die R3, die ist natürlich auch wieder auf dem High-Level so. Kann natürlich bei weitem nicht mithalten, aber für das Gewicht und für das Ding war es vor 2 Jahren war es echt gut, wirklich. Und weil das war so, was mich am meisten vorangebracht mit der Kamera, auch von der Fotografie, weil einfach mehr möglich war, durch die RAWs zu bearbeiten, weil das kannst aus den Tiefen, die Lichter kannst runterschrauben, du kannst so viel Zeug machen. Das war das eigentlich, was mich so am meisten vorangebracht hat, ja. Okay. Genau. Jetzt halte ich dich zwar ein bisschen vom Essen ab, alles aber welchen Rat würdest du denn jetzt den Leuten geben, den Zuhörern, für bessere Bergfotos? Mhm. Ganz einfach. Bildaufbau. Heißt? Man kann mit einem geschissenen Handy ein besseres Bild machen wie mit einer guten Spiegelreflex, wenn man es kann. Hm? Das heißt, Bildaufbau, wie soll ich sagen, du musst die Szenerie spüren, dich hineinbegeben, sag ich mal, ein bisschen variieren, wenn du siehst, okay, gut, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, sag ich mal, dass du vielleicht aus der Perspektive oder aus da oder von da. Das musst du sehen, sage ich mal. Es kommt halt. Es gibt diesen goldenen Schnitt, da kann man sich halbwegs richten, wobei ich die nicht so wirklich. Die Drittelregel, ja. Genau. Wobei ich mich nicht wirklich strikt daran halte, sondern ich sehe was und ich spüre in mir, das fühlt sich geil an. Fühlt sich gut an und so mache ich das Foto und dann kannst du noch ein bisschen variieren, ein bisschen weiter links, weiter rechts, einen Schritt zurück, ein bisschen weiter vor, ein bisschen näher hin vielleicht, mal gucken. Halt variieren und probieren und machen. Das ist so. Was ich raten würde, wo man den größten und meisten Effekt hat. Ich habe es schon ein paar Leuten ein bisschen gezeigt, was du aus normalen Bildern noch machen kannst. Du hast ein Bild, es ist gut, aber es ist nicht rund, sage ich mal. Wenn du dann ein bisschen reinzoomst und im gleichen Format, also wieder 2:3 oder 3:4, dir den Ausschnitt wählst und den dann ein bisschen reinziehst und guckst, dass du halt dann, du hast eine Linie, du hast einen Grashang, der geht von links unten, ein bisschen nicht direkt aus der Ecke, ein bisschen weiter oben, ein bisschen ins Bild rein, macht einen Bogen, hinten kommt ein anderer Berg, nicht ganz mittig, ein bisschen weiter links ist die Sonne, wie so ein Wolkenspiel, aber links unten ist ein Stein, so ein ekelhafter Stein. Wenn er rund ist und wieder so ins Bild reingeht, ist es wieder okay, aber so einfach so dummer Stein, der quasi dann den Flow stört, quasi, weißt du, das Hineinkommen ins Bild. Du stolperst drüber, weißt du, bist immer verwirrt und kannst nicht das genießen, was eigentlich dann richtig geil ist, weißt du, im ersten Drittel von unten, ersten Drittel von links, da sollte ja das sein, was jetzt einmal was betont werden soll, wie auch immer. Und du stolperst rein
Und wenn da links unten zu viel los ist, dann stolperst du drüber und kannst es nicht genießen, sondern wirst verwirrt und stößt in irgendeine Ecke im Bild, sag ich mal, wo du dann auch stehen bleibst. Und ein richtig schönes Bild ist, du hast eine weiche Einleitung, kommst schön ins Bild rein von links unten, siehst, wow, okay, geil, wirst dann rechts unten möglichst nichts Aggressives, sondern auch wieder, dass du schon drüber geleitet wirst, wieder hoch, rechts um die Kante und dann oben am Horizont oder am oberen Rand des Bildes, im oberen Drittel, zurück an den linken Rand und da wieder zurückgeleitet wirst auf das, worum es Bild geht. Du bist so gefangen, du bist so im Zirkel, so ein, sag mal, ja, im Bann, ja, würde ich mal sagen. Das ist so mein Gefühl, so gestalte ich meine Bilder halt. Und wenn du das, ich habe es einer Freundin letztens gezeigt, letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, und die bearbeitet ihre Bilder jetzt eben auch so und macht es ein bisschen rein, wenn es nicht ganz gepasst ist. Da sind so viele Möglichkeiten eben noch. Ich sag, Bildaufbau ist einfach das A und O. Okay. Und welche fotografische Fähigkeit hast du dir so in den letzten Jahren angeeignet, wo du sagst, das bringt mich jetzt weiter? Die Bildbearbeitung. So blöd wie es klingt, aber die Bildbearbeitung ist einfach zur professionellen Fotografie einfach ein Grundbestandteil. Weil früher hast du die Filme halt im Labor entwickelt und heute tust du halt im Photoshop entwickeln oder halt im PC. Wie entwickelst du die Bilder? Also wie ist dein Prozess so quasi Kamera bis zu Instagram? Mhm. Das ist, mein Lightroom spinnt gerade ein bisschen, sonst mache ich es in Lightroom. Das ist ein bisschen ätzend, das ist echt, gerade echt ätzend, weil es einfach nur hängt. Blödes Ding. Deswegen ist halt der Arbeitsflow, der Arbeitsflow ist ein bisschen gestört gerade, deswegen muss ich jedes eventuell einzeln aufrufen. Aber die Manuel Rapp hat mir eine schöne Software gezeigt, mit der kannst du relativ schnell die Bilder angucken und dann kannst du die verknüpfen, die Software mit, dann drückst du E auf das Tastatur und dann öffnet sich Photoshop im Rohkonverter. Das ist dann ganz lässig. So funktioniert es halbwegs. Und dann tue ich meine Bilder bearbeiten. Tiefen, Kontrast, Klarheit. Ich bin so ein bisschen ein Klarheit-Freak. Also Klarheit ist, man darf es nicht übertreiben, aber ich bin nah an der Grenze, sage ich mal. Für Instagram reicht es vollkommen, aber wenn du jetzt einen Druck hernimmst, da siehst du, okay, dass die schwarzen Teile zum Beispiel so ein bisschen verranzt sind und so weiter. Aber das Bild an sich schaut gut. Also jetzt so die Bilder, die für mich dann rund sind, da schaue ich schon, dass es komplett passt, dass ich auf den Druck hernehme. Aber manche Instagram-Bilder, die tue ich einfach nur hochballern. Wie soll ich sagen? Das ist halt einfach für Instagram halt reicht. Wo ich aber dann für mich, für meine eigenen Ansporn, okay, weiß, dieses Bild wirst du niemals ausdrucken, das kannst du ein bisschen in die Höhe treiben von der Bearbeitung. Hast du dann Presets oder machst du das immer individuell? Ich verteufel das Zeug. Okay. Nee. Also du hast da nicht so dieses, ich will immer meinen Stil oder ähnlichen Stil haben. Und das individuell, Bild von Bild zu individuell. Ich hocke da halt teilweise Stunde, eineinhalb an dem Bild dran. Das ist dann was du nach der Nachtschicht noch machst. Ja, zum Beispiel. das war ganz witzig, da bin ich auch nach der Nachtschicht heimgekommen und dann ist ja quasi für mich Feierabend, haben wir ein Bierchen aufgemacht und die Bilder bearbeitet und dann auch ein Freund von mir, ein Gabel von Bergschön, dann auch noch so ein Video gezeigt, weil mir was gefragt hat, so funktioniert es, so cheers, morgens um 7 meist mit dem Bier in der Hand. Aber das war mal Feierabendbier und danach bin ich ins Bett gegangen. Weißt du, so. Okay. Und wie möchtest du dich, oder was hast du vor jetzt nochmal? Also bei mir ist zum Beispiel Nachtfotografie, die ich auf jeden Fall nochmal irgendwann angehen möchte. Mhm. Was hast du da noch vor? Oder sagst du, ich bin an meinem Zenit, besser wird es nicht mehr? Nee, du lernst nie aus, sage ich. Du lernst nie aus, du lernst immer neue Leute kennen. Auch jetzt heute Nacht zum Beispiel hier, habe ich mir Jonathan Besel noch getroffen. Auch ein ganz cooler Kerl, also der wollte halt dann nicht hier pennen. Der wohnt ja da unten, weißt du? Der wohnt ja da unten, also. Und ich glaube, bis um 3:30 haben wir geratscht und gequatscht und über Fotografie philosophiert und geredet und halt, hat auch ganz gut gepasst. Also er hat keine Fotos gemacht, er hat ja genug zu Hause auf dem Laptop zum Bearbeiten, also mal auf dem Laptop, auf dem Rechner. Auch super lustiger Kerl, wirklich. Und man lernt nie aus eben und der hat man auch, erst der Jonathan ist ja auch ein extrem guter Fotograf und wie soll ich mit der Bearbeitung, tut das, wie soll ich sagen, hin und wieder mal übertreiben, aber das ist ja auch wieder anders. Das ist ja wieder, ist halt sein Stil. Das darf man ihm nicht schlecht machen. Wenn es ihm nicht quält, soll er weiterwischen oder halt nicht kaufen, das Bild. Scheißegal. Aber so an sich ein feiner Kerl, wirklich, ganz witzig, habe ich mir auch gesagt. Weil so, wo ich vom Auftreten, vom Online-Auftreten so weiter, so dachte ich, das habe ich mir auch gesagt. Wir haben geschrieben, ein
selbstverliebter, egoistischer Wichser, habe ich ihm gesagt. habe ich gedacht, dass er so tickt, weißt du. Aber ganz im Gegenteil, sind wir relativ gleich von der Wellenlänge her, das ist echt witzig. Und es ist lustig, also mit dem kannst du auch Spaß machen. Ja, und wie gesagt, man lernt nie aus, man lernt wieder neue Leute kennen, neue Szenarien, sage ich mal. Und du lernst immer mit. Auch von der Bearbeitung, wie gesagt, die Bearbeitung, da sind noch so viele Welten offen. Das ist gigantisch. Wie gesagt, da bin ich ja so ein kleiner Mann, was das angeht. Also ich meinen Teil, so ich die Bilder mache, ich mache halt erst einen RAW-Converter. Weil wenn du das TIFF hast, wenn du im TIFF bist, du hast diesen TIFF niemals mehr die Möglichkeit, was du im RAW-Converter hast. Alles, was du im RAW-Converter machen kannst, mach nicht im RAW-Converter, weil du einfach die volle Bandbreite des Bildes hast. Ja. Was du an Tiefen und an Dingen machen kannst. Wenn du dann das TIFF hast, dann bist du einfach ein bisschen kastriert. Nicht viel, aber du bist kastriert. Und beschränkt, sag ich mal. Ja. Ist ja gleich immer. und zum Beispiel, wenn ich Panoramas mache, die Panoramas darfst du halt im RAW-Converter nicht übertrieben bearbeiten, sonst hast du beim Stitchen Probleme. Und deswegen kann man die Panoramas, ich kann es zumindest nicht, andere können das natürlich wieder, nicht so schön bearbeiten, wie ich meine einzelnen Bilder machen kann, weil ich dann im TIFF einfach begrenzt bin von der Möglichkeit der Bearbeitung. Was, wie soll ich sagen, Tiefen, Lichter, das alles angeht, Klarheit. Das bist du dann einfach, weil es dann nicht mehr direkt ins Bild geht, also aus dem Bild rausgeht, sondern es ist wie wenn du was drauf aufs Bild drauflegst. So stelle ich mir das jetzt vor von der Metapher her. Ja. Und gibt es irgendwo ganz schlechte Ratschläge beziehungsweise irgendwelche Annahmen auf der Welt zum Thema Fotografie, wo du sagst, die teilst du überhaupt nicht? Übertrieben bearbeitete Bilder, ja. Das also man so muss unbedingt die Instagram-Filter bis zum Bitte ja nicht. Nur nach Blumenkohl hochschrauben. Das ist halt, gut, und aber das ist nicht mein Stil. Das ist ein bisschen egoistisch zu sagen. Jeder macht das, was ihm gefällt. Und wenn er damit glücklich ist, soll er das machen. Aber meins ist es nicht. Wie soll ich sagen? Es ist es ist halt einfach. Ja, wie soll ich sagen? Komme jetzt nicht drauf. Ich mag es halt einfach nicht. Ist nicht dein Stil. Ist nicht mein Stil, genau. Ich mache halt mein Ding und ich mache halt mein Ding individuell, sag ich mal. Und mache es nicht, man klatscht nicht auf jedes Bild das gleiche Zeug drauf. Ist einfach noch faul. Wenn jemand wirklich fotografieren kann, das will und die Leidenschaft dafür hat, dann nimmt er sich die Zeit und macht Bild für Bild. Weil darauf kommt es ja an und nicht einfach nur einen Filter drüber klatschen. Dass er Hauptsache schnell, zack, jede Menge Bilder posten kann. Dafür, dass er jeden Tag zu Bilder postet, also sich. Ich sage das ja auch mit dem Stil. Also Stil ist einerseits natürlich, kann die Bearbeitung sein, mhm, aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel immer mit dem gleichen Objektiv fotografierst. Kann auch ein Stil sein. Ja. Also ich bin mit meinem 16, was ist das, 35, das ist meistens alles Blende, mit, oder? Ja, genau. Und damit bin ich glücklich, das ist geil. Und das ist so mein Stil. Also sieht man auch an den Fotos, dass ich halt andere Fotos mache, als die quasi das machen, was andere machen. Ja, da bist du dann wieder ein bisschen variabel, sage ich mal, von auch mit der Brennweite. Dann kannst du auch wieder ein bisschen schauen, ja. Genau. Ja, cool. Jetzt gibt's. Ja. Ganz du wolltest noch was sagen? Ja. Was ich, wegen der Fotografie noch. Es gibt ja von der Einstellung, weißt du, von der Hardware, sage ich mal, wie du vorhin gesagt hast, mit der Nachtaufnahme und so. Da ist halt auch die Hardware halt auch sehr, sehr wichtig, sage ich mal, dass die halt passt. Du brauchst halt eine Kamera, gerade auch nachts, dass die halt die hohen ISO verträgt, sage ich mal. Und du hast, was hast du jetzt für eine Cam? Du hast die Mark, die 5D Mark III. Mark III, ja, mit der müsstest du auch mit der 2.8er Blende eben. Ja. Also ich sage mal, ich für meine, auch für die jetzt zuhören, sage ich mal, noch so als Tipp, für meine Nachtaufnahmen, für meine Sternfotografie, sage ich mal, habe ich eine 1,4er Blende, 16mm 1,4 und da kommt halt extrem viel Licht rein. Klar, es ist dann in den Rändern und insgesamt vielleicht nicht ganz das stärkste Bild, aber mir persönlich langt's und wenn ich dann, deswegen will ich mir auch eine neue Kamera eben kaufen, um da auch noch besser zu werden, wie soll ich sagen, halt auch noch schärfere Bilder zu machen. Für absolut große Drucke ist das jetzt vielleicht, sind die Bilder jetzt vielleicht nicht ganz geeignet, sag ich mal. Also würde sich ein 3 auf 4 Meter ist. Aber sind ja auch die wenigsten, die das dafür nutzen. Und da ist es dann so, ich habe eine 1,4er Blende, ISO 3200 und eine Belichtung von 15 bis 20 Sekunden. So, und das sind meine drei Behälter, sage ich mal, ja, meine drei Einstellregler. Und mein fertiges Bild, das kann man sich vorstellen, ist einfach ein großes Gefäß. Was noch? Ein großes Gefäß, was ich mit diesen drei kleinen Behältern füllen kann. Und dann ist es fertig. Also mein, also 1,4, Blende 1,4, ISO 3200,
und Belichtungszeit 15 Sekunden. So. Wenn jetzt jemand wie du jetzt zum Beispiel eine 2,8er Blende hat, das sind sechs Stufen, also sechs Belichtungen, sechs Drittel, eine Drittelbelichtungsstufe ist das. Und das sind dann, mit der Belichtungszeit kannst du nicht wirklich ausgleichen, weil ab 20 Sekunden mal mit dem 16er kannst du vielleicht noch 25 Sekunden belichten, weil dann verschwimmen die Sterne in den Streifen. Also musst du mit der ISO ausgleichen. Das heißt, du hast noch vielleicht zwei Möglichkeiten mit der Belichtung auszugleichen und da musst du vier Stufen mit ISO hochgehen. Mal schnell schauen bei der Kamera, warte. So, ich bin jetzt hier auf die 3200. 1, 2, 3, 4. Dann bist du bei 10.000 ISO. Um die gleiche Helligkeit, das gleiche Licht auf den Netz zu bekommen, wie jetzt mit meiner 1,4er Blende. Weißt? Das ist halt dann einfach, ich sag ja, die HD spielt auch eine Rolle. Also eine große Blende ist halt auch wichtig. Oder halt eine Kamera, die halt eine hohe ISO verträgt. Zum Beispiel die neue Alpha 7 III. Die kannst du ja hochjagen ohne Ende. Oder die S. Genau, so als Tipp nochmal. Müsste man alles mal ausprobieren. Genau. Ich bin ja nicht so der Hardware-Fanatiker. Ich kaufe mir bloß das, was mir gefällt und was mir funktioniert. Ja, sicher. Ja. Je nachdem, was im Bereich ist. Aber solche Details ist halt einfach, bei mir muss es schnell auslösen können, weil Sport. Ja. Da ist es natürlich perfekt hier. Super, jetzt zum Ende oder kurz vorm Ende. Mhm. Je nachdem gibt es immer so ein paar Fragen, die jeder Gast bekommt. Mhm. Kurze Frage, die Antwort kann auch länger ausfallen, wenn du das ausführen möchtest. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge. Warum? Das habe ich ja eigentlich schon erzählt, weil es einfach, einem das Gefühl gibt, dass man halt sehr leicht bekommen kann, sage ich mal, und fast nirgends anders gibt. Ja, dieses Glücklichsein, einfach dieses Gefühl in sich spüren, wo halt fast nichts hinkommt. Ja. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du dort 3 Monate wärst? Also was würdest du Tag einen Tag ausmachen? Oder bei dir vielleicht nachts? Ich glaube, ich würde Abenteuer anbieten. Ja, du bist einsam. Achso, ich bin einsam, okay. Das ist ja doof. Aber wie würde ich es machen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde ein Projekt starten mit mir selber. Irgendwas aufbauen oder irgendein Filmprojekt machen oder sowas mit Solarzellen oder vielleicht sogar autark. Ja, das ist auch so ein bisschen Fable von mir, so ein bisschen was, dieses Survival-Ding halt manchmal machen. Okay. Ja. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beides seinen Reiz. Ich glaube eher Sonnenaufgang. Ja. Wobei es immer ein bisschen stressig ist. Stressig? weil ich dann aufstehen muss da oben. Achso, okay. Ohne welches Gadget gehst du nie in die Berge? Also was hast du immer mit? Darf es auch 3 sein? Dürfen auch mehrere sein, ja. Okay. Meine Kamera, mein Bier, meine Weißwurst. Okay, also das ist... Und natürlich der Kocher, also 4. Ja, stimmt, der Kocher, weil, klar. Danke. Weißwürste kalt ist ja auch doof. Ja, das stimmt, ja. Der Kocher, ja. Was sind so deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Also Magazine, Webseiten, Blogs? Also was liest du gerne? Wo lässt du dich inspirieren? Die Chip gehört leider nicht dazu. Ja, die Chip informiert mich halt über Dinge, was auch nicht so das Wahre ist. Bin ich gar nicht so. Ich lese gar nicht so viel. Also ich bin da leserisch, ich schaue mir halt gerne Bilder an und wenn die Story dahinter interessiert, dann lese ich es auch gerne. Also bei der Uli Gundi gucke ich hin wieder mal rein. Also ich glaube noch, wie gesagt, ich gucke nicht oft, aber wenn ich mal reingucke, ist es da. Oder Hoch 2 Media ist auch ganz geil. Mhm. Was noch? Bam. Zeitschriften hast du nicht zu Hause? Nee. Alles digital. Alles digital, ja. Oder YouTube halt. Mal gucken halt. Ja, okay. Aber also YouTube so speziell, könnte man dann quasi auch. Ja, so speziell ist also mehr über Kameras halt dann so. Nee. Auch immer alt. Man guckt halt, was so die anderen halt zu machen. Wie soll ich sagen, um sie inspirieren zu lassen. Jetzt nicht nichts nachzumachen, sondern einfach nur zu gucken. Man ist ja befreundet miteinander und geht auch gemeinsam Projekte an. Und die machen ja auch alle schöne Bilder, was ist, man guckt halt einfach gerne. Ja. Ne? Oder schöne Touren, schöne Aktionen. Das ist, ne? Was empfiehlst du gegen Bergfee? Also wenn du mal jetzt meinetwegen für 6 Wochen lang nicht hier wärst, sondern in Hamburg oder mit Bandscheibenvorfall in der Reha und kannst nicht an den Berg, was würdest du da tun?
Will ich aber arbeiten. Also die Vorfreude quasi. Ja, aber nicht die Vorfreude. Es ist so, wenn ich meine Bilder bearbeite, es ging dieses Panorama zum Beispiel auf eine Reha gemacht. Und da kommt dieses Gefühl wieder hoch. Dieses, was du am Berg erlebt hast, kommt dann wieder hoch. Ich sagte, ich bin da am PC dran, ob das Bild fertig klappt. Und so, wow, ich habe Gänsehaut. Ich war ein bisschen, boah, Alter, das war unbeschreiblich. Das war echt krass. Und wieder zu der Reha nochmal. Nochmal um so als Message für die Leute, die jetzt noch dran sind und zuhören. Man darf sich mit so einem scheiß Bandscheibenvorfall, oder wenn du irgendwas hast, nicht kleinkriegen lassen. Sondern wenn du einfach happy bist, sag ich mal, oder auch den Grinsen ins Gesicht auch vielleicht einfach drauf zwingst und ein Lächeln im Kopf und ein Lächeln im Herzen, sag ich mal, durchs Leben gehst, dann ist einfach vieles leichter. Und ich bin 6 Wochen, nachdem ich aus der Reha raus bin, ich diesen Megamarsch gelaufen. Von München nach Mittenwald, also 24 Stunden, 100 Kilometer. Und es geht. Also es ist... Man darf sich nicht kleinkriegen lassen, würde ich damit sagen. Und jetzt bin ich auch schon wieder voll auf Tour und schleppe meine Rucksäcke, weil auch ein paar Leute gesagt haben, es liegt an diesen schweren Rucksäcken, dass du die Bandscheibenvorfall hattest, ein Scheiß hat's getan. Ja. Diese schweren Rucksäcke und diese ganzen Touren, die haben mich gestärkt, weil die Ärzte, es haben 4, 5 Ärzte gesagt, du hast so eine krasse Innenmuskulatur, das ist also wie ein Hochleistungssportler, weil ich halt das ganze Zeug hochschleppe. Und das hat mich gestärkt. Klar, verschleißt es irgendwo, aber es ist, stärkt halt auch einen. Wie gesagt, ich war nach einer Woche schmerzfrei. Deswegen sich von so einem Scheiß nicht runterkriegen lassen. Es geht aufwärts und es geht wieder in die Berge. Sehr gut. Ja. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Puh, so spontan jetzt so auf den ersten Moment wird mir der Ehren Karman einfallen, weil es einfach ein cooler Kerl ist. Mhm. Aber ein super netter, also ein Freund und echt lustig und macht auch coole Sachen, wie gesagt. Wahrscheinlich wird er zeigen, wir jetzt einen Stinkefinger. Idiot. Aber verstehe ihn ziemlich gut, das ist echt lustig. Genau. Ansonsten, na gut, Uli Gundi war ja schon, die hat ja mich ja vorgeschlagen. Genau. Die Bergschöns wären vielleicht auch noch eine Idee. Okay. Die machen auch coole Projekte, sind auch nur unterwegs. Ansonsten. Wenn dir noch jemand einfällt, einfach an mich. So spontan wird mir jetzt so eigentlich nichts mehr einfallen. Kommt noch irgendwann. Falls noch. Aber es sind ja schon mal 2, die nicht dabei waren. Ja. Wenn die Leute mehr von dir erfahren möchten, wo könnt ihr dich denn erreichen? Ja, bei Instagram halt. Instagram? Willi, also ganz normal, Unterstrich Rot. Verlinke ich dann auf jeden Fall. Genau. Auf Facebook Willi Rot Fotografie. Wobei ich jetzt nicht ganz so aktiv bin wie auf Instagram. Aber schon auch aktiv, aber nicht ganz so aktiv. Und halt ich hoffe ab Weihnachten oder vor Weihnachten, dass die Website halt steht. Und da einfach www.willirot.de halt dann. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Wir haben jetzt, ja, total witzig. Letztens habe ich mir so ein bisschen Brainstorming gemacht und habe so auf Papier mal so einen Look gemacht, wie es ausschauen könnte. Und habe dann so ein Gitter gebaut. Vielleicht schaut es dann so aus und so ein Gitter gebaut. Die auch schon wie Berge quasi. Ich zeig's dir nachher noch. Ja. Und dahinter läuft eine Slideshow mit Motiven von mir. Und habe das total Banane. Ich habe das so beschissen und aufwendig in Photoshop zusammengebastelt. Ich kann es ja nicht, weißt du? Ich bin ja auch bloß, ich kann halt meine Bilder bearbeiten und mehr kann ich nicht. Ich bin da irgendwie so einfach so ein bisschen Photoshop-Depp. Aber, und dann ewig rumdoktert. Ich bin Maschinenbautechniker. Und dann habe ich halt quasi übers Lineal quasi die Punkte gesucht, von den Koordinaten mehr oder weniger. Und dann mit Shift und dem Punkt und wieder gesetzt. Und dass ich ja halt meine Linien gemalt habe. Total Banane eigentlich. Die ganzen Leute, die sich auskennen, langen sich wahrscheinlich gerade am Kopf, du Idiot. Aber so habe ich ja mein Ding gebastelt und dann zum Schluss, das war dann, ich habe meinen Kalender fertig gemacht, das war um 2 Uhr nachts, war da fertig und um 3 Uhr nachts habe ich das dann angefangen. Eigentlich hatte ich Urlaub gehabt, weil ich ja noch Arkenstein nochmal wollte, wegen der Milchstraße, das ist eine letzten Male, aber da habe ich es nicht gemacht, weil ich dann die Bilder bearbeitet habe und meinen Kalender fertig gemacht habe. Jo, habe ich 3 Uhr nachts angefangen, morgens um 4 oder 5 habe ich dann, war das Gerüst fertig, so der Look der Website stand, aber die Bilder waren hinten noch nicht drin. Die Bilder hinten reingeschoben, so. Alter, wie geil ist das denn? Weißt du, voll über. Boah, weil ich selber begeistert bin. Kennst du das, wenn du irgendwas gemacht hast und irgendwann so die Begeisterung so über dann dein. Einfach weil es so schön ist, weil es so dermaßen geil ist. So, wow, geil, Mann, fett, mega. Und dann gleich in den Keller kommt und ein Bier geholt. Ja. Den Kalender gibt es denn offiziell oder? Den gibt es dann offiziell, ja. So auf Facebook und Instagram halt dann. Für dies und halt also kann man käuflich erwerben. Kann man käuflich erwerben, ja. Ich habe jetzt, gestern war ich einen Termin in der Druckerei gehabt, das ist auch so eine Sache, weil ich halt auch die regionalen Sachen unterstützen mag. Genauso wenn ich mit dem Shop auf meiner Website, dann arbeite ich mit einer Druckerei aus Kempten zusammen. Druckerei aus Kempten und Bier hier auch aus der Ecke. Ja, und genau, das ist, wie gesagt, das ist. Genau.
Und auch den Kalender, den ich auf Bäuern drucken, wo ich halt wohne, um die Ecke, ist auch letztes Jahr. Was habe ich zahlt für den Druck? 6 Euro, glaube ich, für Druck. Das ist ein bisschen wurscht. Manche zahlen halt dann 2,50 oder 2 Euro. Dieses Jahr zahle ich weniger, weil ich mir machen lasse. Mhm. Aber dafür passt die Qualität, weil es ist einfach, es ist was Gescheites. Ich habe es auch mit Manuel Raab, war ich mal bei ihm, haben wir ein bisschen gequatscht, hat den Kalender angeguckt. Und selbst er, der ein bisschen kritisch ist, sage ich mal, hat auch diesen Druck gelobt. Also, soll was heißen. Sehr cool. Ja. Wenn der draußen ist oder man ihn bestellen kann, sagst du mir Bescheid, ja, und dann verteile ich das auf jeden Fall. So ein. Sehr gut. Definitiv. Nee, da bin ich auch über den Kalender, bin ich echt cool. Da ist so ein Gadget dabei, ganz witzig. Ist so ein bisschen Überraschung. Das kommt dann, wenn er fertig ist. Das ist echt witzig. Das einfallen lassen. Wunderbar. Dann cool. Danke ich dir nicht nur für die Weißwurst, fürs Bier, für den Ausblick und für die spannende Storys, die du erzählt hast. Ja, also gerade gerne. Das Herzblut, was da drin steckt. Ja, das ist einfach. Und ja, vielleicht lasse ich mich mal tatsächlich irgendwann überzeugen. Was wir machen können, ist eben die Nachtflüge, wenn wir damit noch auf Tour gehen, wenn du Bock hast. Genau, das meine ich halt, das aber ist das ist ja quasi, ob ich dann nachts wieder runtergehe, ob ich, ich tatsächlich mit dir da oben mal. Also wenn du gesagt, wenn du Bock drauf hast, gerne auch im Winter. Ich habe eigentlich alles für 2. Nee, also im Winter definitiv nicht. Also Equipment habe ich eigentlich, ich kann 2 Leute ausstatten, das ist witzig. Also mich und noch jemand anderen. Wunderbar, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu danken und vor allen Dingen dir einen schönen Arbeitstag gleich noch zu wünschen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben es jetzt 11:30, also noch in Time. Ja. Und genau, wir werden noch einen schönen Tag hier in den Bergen verbringen und cool, viel Spaß. Arbeiten. Du wohnst ja hier. Eine halbe Stunde noch. Ja. Okay. Alles klar. Dann. Servus, danke. Dankeschön. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst, und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst, und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao. We'll